Und hier bauen wir jetzt so ein Habitat-Room. Let's go. Seid ihr bereit? Erinnert so ein bisschen an Subnautica, das Ding. Hallo und willkommen zurück zu Astrometica. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir machen so ein bisschen weiter hier in der Storyline. Wir sind in... Oh, irgendwie gehen die Türen nicht auf. Wir sind in dieser Basis, in dem ehemaligen Hauptquartier. In, ja, da vorne ist noch diese Überwachungsdrohne, die uns bis jetzt in Ruhe gelassen hat, zum Glück. Wir haben ja hier die Powercell eingesetzt und waren da mal kurz drin, aber es war stockfinster. Jetzt haben wir aber eine Taschenlampe. Die haben wir ja inzwischen freigeschaltet und hergestellt. Letzte Folge. Und mit der sehen wir jetzt so ein bisschen mehr. Das heißt, wir untersuchen das jetzt mal ein bisschen genauer. Und zwar jede Ecke. Und ich glaube, wir nehmen auch mal so ein bisschen mehr mit als vorher. Ich habe ja alles noch drin liegen lassen hier vorher. Aber ich glaube, jetzt können wir hier so ein paar Sachen mit einpacken. Das heißt, wir räumen hier mal so ein bisschen auf. Wir haben ja jetzt einen großen Rucksack. Aber wir haben nicht mehr viel Kapazität. Also eigentlich dürfte ich auch jetzt nicht mehr allzu viel einsammeln. Wir müssen erstmal Kisten herstellen. Das ist wohl der Schlafraum hier vom Captain, oder was? Coole Vase. Sieht irgendwie ein bisschen fies aus, ne? Guckt so fies. Das ist eine Storage. Oh, da liegen Sachen drin. Ist ja witzig. Ja gut, wir müssen uns ein bisschen zurückhalten. Keycard. Obstation. Okay. Vielleicht ist das die Keycard, die uns gefehlt hat. In dem anderen Abschnitt. Oder wir kommen damit hier in die anderen Räume rein. Mal schauen. Das ist ein gemütliches Bett. Sowas will ich auch. Oh, ich habe das Kissen geklaut. Wir machen aus dem Kissen so ein Medkit. Da werden Verbände draus gemacht. Glas. Oh, Leute, wir müssen wiederkommen. Wir müssen hier drei Rucksäcke voll machen, mindestens. Das sind alles Storages. Okay. Was haben wir denn hier? Eine Kaffeetasse. Read Log. Okay. Lies mal. Entry ID. This is Marcella. We have managed to construct a ship that can transport us to another Moxora station. If you're reading this note, then you should know that we've secured an additional location for emergency supplies. When you decide to make your way to the station, remember to obtain the key from my cabin. Okay, das war der Schlüssel, den wir gefunden haben. It's the only way to unlock the airlock door leading to the supplies. Okay. Können wir das... Ja, das ist der Eingang hier. Wir können wahrscheinlich bei uns dann an dem Terminal auch den Wegpunkt einstellen. Würde ich jetzt mal hoffen. Sonst finden wir es wahrscheinlich nicht. Moment, wir haben jetzt ziemlich viele Wegpunkte. Das ist... Aber das passt, das sind die drei. Wir haben drei Wegpunkte, ist kein neuer dazugekommen, glaube ich. Müssen wir da mal schauen. Tastatur. Ist das hier? Yeah, so ein Fotorahmen oder sowas, ne? Ziemlich cool. Irgendwelche Daten? Können wir nichts mit anfangen. Ich glaube, wir haben alles, ne? Stuhl können wir nicht mitnehmen. Dann gehen wir wieder. Oder was ist das hier? Blueprints. Bildertool, Lasertool. Jetzt haben wir die Dinger. Jetzt können wir die herstellen. Blueprints. Lasertool. Goldbar. Nickel. Haben wir alles. Und Bildertool kostet so ein Transformer. Den habe ich schon hergestellt. Hier wäre auch einer in der Kiste, ne? Aber ich habe den eh schon hergestellt. Habitat. Korridor. Airlock. Habitat Room. Oh, Leute. Es geht los. Ich freue mich drauf. Wir bauen eine eigene Basis. Ich werde dich übersehen, irgendwelche Sachen. Ich weiß halt noch nicht, wie das alles aussieht. Man muss ganz genau gucken. Jetzt schauen wir mal hier rüber. Die Räume waren ja zu, ne? Ja, die sind zu. Vielleicht kommt man da mit einem Lasercutter rein oder so? Was ist da drin? Ah, wir können das nicht mitnehmen. Wir müssen wiederkommen. Das ist auch noch zu. Wir müssen sowieso wiederkommen und gucken, dass wir da irgendwie durch diese Türen durchkommen. Vielleicht nehmen wir hier diese wertvollen Ressourcen noch mit. Diesen Data-Dings. So. Und können wir schon Storages? Ich dachte, wir hätten so eine Kiste schon gelernt, ne? Ich glaube, wir gehen jetzt einfach nach Hause, weil ich will jetzt bauen. Ich will gar nicht länger hier suchen. Ja, aber es gibt hier bestimmt noch alles Mögliche zu entdecken. Oh, das können wir ja dann immer noch machen. Können wir so ein bisschen rumkriechen hier. Da gibt es wieder Silber. Noch ein Silber mitnehmen. Wir haben viel zu viel Silber, wir lassen das liegen. Überall Silber vorkommen, voll gut. Das war so ein Standardding. Ja gut, das können wir mitnehmen. Ein paar Ressourcen. Für den Basebau brauchen wir dann bestimmt viele Ressourcen. Viel Quarz fürs Glas und so, ne? Das ist eine Silbernote. Die sehen so aus, die kennen wir schon. Das ist gut. Use Scanner Tool. Gibt's im Prolog noch nicht. Also wir können halt jetzt ganz viel nicht machen. Ich freue mich schon mega drauf, das Spiel dann in der finalen Version anzuzocken.
Iron Bars. So viele. Momentan können wir halt nur begrenzt Sachen machen. Das nehmen wir mal mit, weil das kann man sowieso alles herstellen, dann beim Herstellen verbrauchen, verbrennen. Hier ist wieder die Tür zu. Okay, da würde ich sagen, gehen wir jetzt wirklich nach Hause. Legen mal los. Keine Zeit zu verlieren. Wir fangen an, unsere neue Basis zu schmieden. Stellen überhaupt erstmal die neuen Tools her. Und trinken mal einen Schluck, dann haben wir wieder ein bisschen Platz. Gluck, gluck. Genau, auf geht's. Ist ja nicht weit nach Hause. Da wollen wir hin. Genau, das ist hier dieser riesen Asteroid, wo da unten der Eingang ist zu den alten Headquarters. So, dann stellen wir uns mal dieses Bilder-Tool her. Da brauchen wir eine Batterie und den Data-Transformer. Haben wir ja beides. Go, go. Und das Laser-Tool kostet Gold-Bars. Sowas haben wir noch nicht. Das können wir auch nicht herstellen. Das heißt, da müssen wir erst rausfinden, wie man das herstellen kann. Bam. Wir haben das Bilder-Tool. Hier kommen wir ja trotzdem nicht rein, ne? Wo kriegen wir denn die Gold-Bar her? Müssen wir die irgendwo finden? Oh, Leute. Wir können jetzt loslegen. Habitat Room. Maschinen. Okay. Battery Charger. Power Cell Charger. Recycle Maschinen. Fabricator. Advanced Fabricator. Upgrade Station. Smelter. Okay. Copper Bar. Kostet. Da können wir dann irgendwie Erze einschmelzen. Base Colorize. Wir können unsere Farben der Basis dann irgendwie anpassen, die Basis anmalen. Sehr cool. Tool Modification. Wir können die Tools noch irgendwie modifizieren. Power Capacity und so verändern. Sehr cool. Aber wie stellen wir denn jetzt diese Gold Bars dann her? Mit welchem Gerät? Machines. Battery Charger, Power Cell, Recycling, Fabricator. Wahrscheinlich brauchen wir dann irgendwie so einen Fabricator oder sowas, ne? Können wir denn dann hier jetzt eigentlich einfach anbauen oder wie funktioniert? Oh, Storage Boxen. Medium Storage, Small Storage. All Base Building. Können wir jetzt hier so ein Ding dran setzen? Hier so außen an die Tür vorne oder? Ich glaube, wir müssen neu bauen, ne? Ich glaube, das Ding können wir so nicht verwenden. Unsere kleine Station hier. Wo wollen wir uns denn dann aufbauen? Was ist denn wichtig für uns? Also Eis wäre wichtig zum Überleben. Definitiv. Es gibt halt überall spannende Sachen, ne? Keine Ahnung, in welche Richtung wir dann viel müssen. Aber ich glaube, wir haben ein großes Inventar, also wir können alles gut transportieren. Hier sind halt ganz viele so kleine Kometendinger, Asteroiden. Riesiges Asteroidenfeld. Vielleicht sollten wir hier bleiben. Das geht bis da runter, ne? Wir sollten wahrscheinlich irgendwo hier in der Nähe bauen, denke ich mal. Und wahrscheinlich machen wir das jetzt einfach, oder? Dass wir die Geräte aufbauen können. Weil hier kommen wir ja momentan nicht rein. Wahrscheinlich mit dem Lasercutter, aber dafür brauchen wir dann erstmal Geräte, um den herzustellen, so wie ich das sehe. Das heißt, wir fangen jetzt einfach mal mit dem Basebau an, oder? Aber wir brauchen halt viele Ressourcen dafür. Und wir haben jetzt noch nicht so super viel. So ein Habitat Room kostet gleich mal 8 Iron Bars. Ohne Fenster. Aber ich glaube, so machen wir das. Wir machen das einfach hier in der Nähe. Dann können wir diese Basis auch weiter mit nutzen. Dann werde ich jetzt mal so ein bisschen Eisen sammeln und Platz schaffen. Also wir müssen jetzt ein paar Sachen herstellen, dass wir mehr Platz haben hier. So ein paar Medkits. Und genau, dann brauchen wir vor allem mal Eisen. So, dann suchen wir uns einen großen, offenen Spot, wo wir viel Platz haben. Vielleicht so ein Stück hier rüber. Und da können wir uns dann richtig schön ausleben und austoben. Da sollte da nichts im Weg sein. Ein bisschen näher am Eis vielleicht hier. Näher an der anderen Station. Und hier bauen wir jetzt so einen Habitat-Room. Let's go! Seid ihr bereit? Erinnert so ein bisschen an Subnautica, das Ding. Go. Macht ihr das jetzt? Ja. Okay. Müssen wir jetzt so ein Gate oder so bauen? Window? Airlock brauchen wir, ne? Dass wir reinkommen, denke ich mal. In welche Richtung wollen wir denn rein? Hier so, da so? Ich denke hier. Oder hier. Machen wir mal hier, oder?
Bam. Oxygen. Lass mich mal hier raus. Kurz Oxygen tanken. Irgendwas fehlt uns dafür für das Airlock. Wahrscheinlich irgendwie Glas oder so. Nochmal gucken. Aber das sieht ja schon mal ganz gut aus. Ich habe jetzt das Habitat so mittig dahin gebaut, wo ich die Base dann eigentlich auch bauen wollte. Das war natürlich nicht ideal, wenn wir da den Eingang bauen, aber den können wir auch später versetzen, ne? Iron Bars. Wir haben schon wieder zu wenige Iron Bars. Ich habe so viele Iron Bars hergestellt. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Zwei haben wir nur. Okay. Da muss ich wieder Eisen sammeln und Iron Bars herstellen. Okay, aber da haben wir auf jeden Fall genug Platz da unten. Wir sind ein bisschen näher beim Eis, ein bisschen mehr da drüben. Und wir müssen sowieso wahrscheinlich überall früher oder später so kleine Basen aufbauen, so zwischen Stationen, dass wir immer überall Sauerstoff haben. Ansonsten müssen wir halt ganz aufwendig so Sauerstofftanks immer bauen und mit uns rumschleppen. Das ist eigentlich cooler, wenn wir da so kleine Safe Spots haben, ne? Das ist ein bisschen stressfreier auch. Da ist noch ein bisschen was. Okay, ich sammle mal noch ein bisschen und dann bauen wir weiter, wenn ich wieder so ein bisschen mehr Iron Bars habe. Ich glaube, wir müssen ein paar Kometen auseinandernehmen. So viel fliegt hier jetzt nicht mehr rum. Aber das Einsammeln von diesen rumfliegenden Dingern ist eigentlich ziemlich effektiv. Da gibt es so viele, das geht fast schneller als das zu minern. Übrigens ist unser Kristall, der hier gewachsen ist, wenn ihr euch erinnert, der ist despawned. Also wenn man das Spiel neu startet, dann despawnen Sachen, die irgendwo rumliegen. Aber ich glaube, solange man nicht neu startet, bleiben die liegen. Das ist schon mal ganz cool. So. Was, wir brauchen Fabric brauchen wir dafür. Okay. Gut, dass ich nicht so viele Madpicks hergestellt habe. Let's go. Es geht auch super schnell. So praktisch. Können wir das jetzt öffnen? Bam. Wir sind drin. Oh, wir haben Sauerstoff. Einfach so. Ist aber dunkel hier, ne? Sieht irgendwie alles noch nicht so cool aus. Base Power. Wie powern wir die Base denn? Wie geht das? Brauchen wir so ein Power-Modul oder so? Advanced. User Terminal. Signal Missions. Das haben wir ja oben stehen. Oxygen Station. Brauchen wir die? Wir haben ja Sauerstoff hier drin. Asteroid Miner. Automatischer Miner. Voll gut. Der kostet bestimmt viel Energie, ne? 100. Okay. Jetzt müssen wir mal rausfinden, wie wir diese Energie hier hochbringen. Decoration gibt's auch richtig viel. Sehr cool. Base Building. Habitat. Hier ist es nicht dabei. Oh yeah, unser neues Zuhause. Ich fühle mich schon richtig heimisch hier. Ich habe jetzt mal die Ressourcen zusammengesammelt, dass wir die beiden Ladestationen hier hinstellen können. Den Battery Charger und den Power Cell Charger. Wir stellen mal zuerst den Power Cell Charger hin. Die muss man, glaube ich, drehen, ne? Geht das? Bild? Ah, okay, mit Q. Mit Q und E kann man die drehen. Stellen wir mal neben den Eingang, oder? Dass wir nicht vergessen, unsere Sachen zu laden, bevor wir gehen. So. Steht. Okay. Not enough power. Da können wir jetzt so eine Powercell einsetzen mit 100%. Was macht das? Not enough power. Also müssen irgendwie erst die Station mit Energie versorgen, bevor hier irgendwas funktioniert. Aber ich weiß noch gar nicht, wie das geht. Dann haben wir den Battery Charger. Der ist für die kleinen Batterien, glaube ich. Okay, den kann man an die Wand hängen. Das können wir hier drüber hängen, oder? So. Bam. Da können wir dann nämlich unsere Batterien aufladen. Das Problem, was wir haben, ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder woran das liegt. Wir haben ja jetzt zwei Geräte mit Batterien. Ne? Wir haben den Miner und den Builder. Und wir hatten auch schon eine Batterie leer gemacht mit diesem Miner. Und die hatte ich dann in der Kiste oben gelagert. Jetzt habe ich die aus der Kiste wieder rausgenommen, damit wir die hier reinpacken können und laden können. Und dann ist sie verschwunden. Die ist jetzt nicht mehr da. Ich habe die nicht mehr im Inventar. Ich weiß nicht, wo die hin ist. Ich habe nichts mit der gemacht. Ich habe die nur aus der Kiste genommen. Das heißt, irgendwas ist passiert. Ich weiß es auch nicht. Die liegt hier auch nicht mehr rum. Die ist einfach aus meinem Inventar quasi verschwunden. Oh, die Kisten kann man sogar rumschieben, oder was? Die wackeln so, wenn man drauf rumläuft. Das ist nur der Deckel, ne? Okay. Die ist weg, also die ist jetzt auch nicht mehr hier.
Ich habe die auch rausgenommen, also zumindest das ist verständlich. Aber aus dem Inventar ist die dann einfach verschwunden. Das ist ein bisschen komisch. Ja, das ist das Terminal hier. Das neue Signal ist hier nicht mit drin, ne? Hier kommen wir auch immer noch nicht rein. Okay. Ja, jetzt müssen wir nur rausfinden, wie wir die Station powern. Wahrscheinlich müssen wir das noch finden, das Power-Modul, oder? Dass wir die Station versorgen können. Wir könnten natürlich die Batterie hier einfach leer machen und die mal da reinstopfen. Und dann muss ich sowieso wieder eine neue herstellen. Das ist komisch mit der Batterie. Not enough charge. Not enough charge. Achso, jetzt können wir die auch gar nicht hier rausnehmen, ne? X. Battery 0. Doch, ich habe sie rausgenommen. Das hat funktioniert, glaube ich. Dann tun wir die gleich hier rein, damit sie nicht despawnt. Genau, so ein Ding hatte ich im Inventar, das ist aber verschollen. Leere Batterie. Okidoki. Also hier gibt es ja nichts, wo man jetzt irgendwas machen könnte. Wir könnten... Ups. Wir könnten jetzt noch so ein Terminal hier hinstellen oder so. Maschinen? Advanced. Dieses User Terminal. Aber... Das ist nur diese... Das ist das Missionsterminal quasi, ne? Small Storage? Das muss irgendwie so ein Überwachungsgerät geben für die Basis, oder? Recycle Machine. Base Building? Habitat Corridor? Es gibt das Window? Airlock Habitat Room? Large Habitat Room? Der kostet Copper Bars, okay. Und die Vehicle Station, ne? Kostet aber Capacity. Es kostet alles Capacity. Brauchen wir da nicht irgendwie was zum Energieerzeugen auch, oder? Wir haben überhaupt keine Energie. Wir brauchen doch irgendwie PV-Panels oder sowas. Aber sowas gibt's ja nicht. So, was wir jetzt noch testen müssen, ist natürlich auf jeden Fall mal das Bausystem, so ein bisschen. Die Storage-Boxen kennen wir ja, das sind die kleinen. Da gibt's ja auch noch größere. Wir bauen jetzt aber mal so eine kleine Testweise, stellen die da hin und bauen die dann direkt mal wieder ab. Mal gucken, wie das funktioniert. Kriegen wir da Ressourcen zurück? Das kostet nur eine Iron Bar, das Ding. Und mit N können wir das jetzt wieder abbauen, glaube ich. Das machen wir jetzt mal. Okay, wir haben alles zurückbekommen. Perfekt. Das ist schön. Dann können wir nämlich so ein bisschen rumexperimentieren und sind da so ein bisschen freier. Da gibt es nämlich auch noch die Small Storages und die Medium Storages. Wir bauen jetzt mal so eine Small Storage. Die Medium kosten... Oh, das kostet alles Energie, ne? Die wir nicht haben. Ah, das sind Wand Storages hier. Sollen wir die da so nebendran hängen in der Höhe? Sieht cool aus, oder? Können ja auch hier außen so mit hinhängen. Wenn wir eh keine Fenster hier haben. Wir können natürlich dann noch Fenster einbauen. Auch ganz wichtig. Bam. Kann man super dran vorbeigehen. Open Storage. Richtig viel Platz. Perfekt. Okay. Das ist cool. Dann fangen wir jetzt mal mit den Maschinen an, denke ich. Ne? Wir brauchen ja so einen Fabricator wahrscheinlich. Ich denke, das wäre das Wichtigste. Fabricator und Advanced Fabricator. Da hole ich dann mal die Ressourcen dafür. Tools and Modules. Ah, ich weiß nicht. Das Problem, was ich so ein bisschen sehe, ist, dass die alle Energie brauchen. Ne? Ich weiß gar nicht, ob die so funktionieren. Ich glaube, den normalen Fabricator haben wir ja oben stehen. Wir könnten jetzt mal den Advanced und den Smelter vielleicht bauen für die Goldplatten und so. Ne? Wir brauchen ja so Goldplatten. Das müssen wir noch irgendwie schaffen, die herzustellen. Und da muss ich wieder Gold sammeln. Ne? So viel Gold haben wir gar nicht. Ich bastel mal die ganzen Ausgangsprodukte. Ich glaube, das meiste sollten wir herstellen können. Bei dem Resin-Zeug bin ich mir nicht so sicher. Diesen Resin-Kanister, Celestite und Data-Transformer. Okay. Das können wir alles problemlos herstellen. Wir haben auch schon einen Data-Transformer hier. Celestite haben wir. Bauen wir so einen Kanister. Und dann kriegen wir das eigentlich ganz gut hin. Den Advanced Fabricator braucht noch ein Chipset. Coal und Chipset. Okay. So, unsere Aufgabe ist es ja auch noch, so einen Habitat-Korridor zu bauen. Das habe ich noch nicht gemacht. Wir machen das jetzt einfach, weil wir das sollen. Copperwire habe ich doch mitgenommen. Oh, oh. Irgendwas passt hier nicht. Ich habe das gerade eingesteckt. Ich schwöre.
Wir gucken nochmal. Ich habe gerade so ein Wire aus der Kiste genommen. Vielleicht ist hier irgendwie so ein Übertragungsbug-Problem? Storage. War mein Inventar voll? Bin ich doof? Also die Batterie, die verschwunden ist, ist immer noch verschwunden. Vielleicht hat da irgendwas nicht funktioniert. Gut, wir haben jetzt aber alles, was wir brauchen. Machen das mal. Vielleicht wird dadurch ja nochmal irgendwas freigeschaltet. Das ist dieser Korridor. Den setzen wir jetzt einfach mal hier so dahinter. So. Der hat eine Richtung. Ist das wichtig, welche Richtung? Bam. Korridor. Jetzt haben wir jede Menge neue Blueprints. Können wir die durchscrollen? Nee. Geht nicht. Kann die nicht durchscrollen. Also wir haben ziemlich viel freigeschaltet. Ah, Batterie. Das ist das, was wir brauchen. Solar Panels. Okay. Das ist das, worauf wir gewartet haben. Moment. Jetzt wollte ich eigentlich die Maschinen bauen. Schauen wir mal nach den Solar Panels. Können wir machen. Dann bauen wir halt erstmal so ein Solar Panel drauf. Dass wir hier Licht haben da drin, ne? Können wir das hier so draufsetzen? Aber die müssen waagerecht sein, oder wie? Moment. Kann die so drehen? Wo muss man die denn dran installieren? Advanced. Side of Corridors. Okay, deswegen die Corridors. Das geht nur an den Corridors scheinbar. Ah. Na gut. Dann machen wir das, ne? Bam. Sitzt. Mal gucken, wie viel das bringt. Das steht bestimmt dabei, oder? Das bringt... Generates usable power 2 von 5. Hä? Check ich nicht. Gucken, ob wir Licht haben jetzt, ne? Oxygen. Nee, wir haben noch kein Licht. Hier ist dann Dead End. Okay. Sehen wir hier irgendwo not enough power? Nee. Ach, wir brauchen ja noch die Batterie, ne? Die wird es dann bestimmt anzeigen. Die Small Habitat Battery. Kostet Iron Bars und Electronic Parts. Jetzt habe ich natürlich schon wieder alles verbrannt, was ich hergestellt hatte. Wir brauchen Iron Bars, sonst können wir eh nichts mehr machen. Ne? Den Smelter könnten wir noch bauen. Chipsets habe ich hergestellt. Okay, dann muss ich nochmal Ressourcen holen. Ich glaube, das wird jetzt wird sich so durch das Spiel ziehen erstmal. Wir brauchen viele Ressourcen. Die muss ich jetzt immer schön rankarren. Und wir müssen auch ziemlich viel trinken, ne? Ist auch wichtig. Wir müssen gleich wieder Wasser herstellen. Oder wir trinken mal so einen großen Literbehälter. Da haben wir ja auch welche. Ich habe die mal so als Backup aufgehoben, weil die am wenigsten Platz brauchen, die 1-Liter-Dinger. Die bringen am meisten pro Platzeinheit. Das ist aber nicht mehr ein Problem. Wir haben ja jetzt größere Kisten. Da können wir dann auch mehr unterbringen. So, das Inventar ist wieder voll. Schauen wir mal, wie weit wir mit der nächsten Ressourcenladung kommen. Wir brauchen halt vor allem diese Iron Bars. Wir hätten alle mitnehmen sollen aus der einen Kiste, die wir gesehen haben. Ne? Das wäre gut gewesen. Wir bauen mal diese Habitat-Batterie als erstes auf. Oh, muss die nach außen. Steht bestimmt wieder dabei, ne? Man muss nur lesen können. Schauen wir mal oben. Ja, die muss nach außen. Ah, die muss in so einen kleinen Slot da rein. Hier geht auch nicht, ne? Dann machen wir das doch gleich am Eingang, oder? Wieso sitzt sie denn außen? Das ist ja komisch. Die arme Batterie. Wird der nicht kalt hier außen? Können wir da ran irgendwas machen? Nee, ne? Wir können nicht mal irgendwas gucken. Aber dann wissen wir gar nicht, wie voll die ist. Vielleicht gibt es doch irgendwann Powerpanel. Das wird sein, was wir brauchen, ne? Das Powerpanel. Copper Wire und Electronic Part. Okay. Sollen wir das auch an Eingang hier direkt machen? Oder wir werden sowieso alles umbauen, früher oder später. Aber wir machen das jetzt mal hier an den Eingang. Dass wir direkt, wenn wir reinkommen, sehen, was hier los ist. In die Mitte, oder? Machen wir mal hier. Bam! Und? Jawohl! Zeigt gar nichts an. Interact. Usable Power 11,5. Power Capacity 125. Needed Power Capacity 97. Generating Power 2 in 5 Sekunden heißt es, ne? 2 pro 5 Sekunden. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet alles. Aber es sieht so aus, als bräuchten wir weniger, als wir produzieren. Und es geht auch hoch. Das sieht ja schon mal gut aus, ne?
Ich glaube 100. Hey, es geht immer wieder aus. Vielleicht schont das Ressourcen oder was? Current Power ist 125, ist glaube ich der Speicherkapazität von dem Akku, ne? Und Capacities, ich weiß es nicht. Eigentlich müssen jetzt die Batterien laden. Die lädt auch, das funktioniert. Das ist cool. Dann müssen wir nicht keine Batterien mehr herstellen, sondern können die einfach austauschen, neu aufladen. Das ist viel nachhaltiger. Okay. Und damit haben wir diese Quest erfüllt. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir als nächstes machen sollen. Momentan haben wir gar keine mehr, ne? Wir bauen jetzt mal diese Maschinen. Das wollte ich ja eigentlich machen. Den Advanced Fabricator mal hinstellen. Oh, der ist riesig. Machen wir hier drüben die Fabrikationslinie, oder? Okay, der muss hier auf dem Boden. Nah an die Wand, dass wir Platz haben. So. Bam. Wir gucken jetzt erstmal, was es alles gibt. Oh, das macht Geräusche. Was das alles macht. Und dann bauen wir später um. Irgendwann bauen wir so einen extra Fabrikraum oder so. Und dann kommen hier ein paar Fenster rein. Glaube ich. Not enough power, okay. Ah, den können wir doch nicht mal benutzen. Da müssen wir erst mehr PV-Panels bauen. Was ich auch noch herstellen wollte, war ja dieses... Der Smelter. Oh, der ist ja genauso. Der ist ja noch größer. Stellen wir mal direkt daneben. Bam. Der macht keine Geräusche. Jetzt können wir noch mal gucken, wie viel Power wir brauchen. Vielleicht können wir irgendwas daraus lesen. 177. Nicht viel mehr. Das heißt, müssen wir jetzt die Kapazität hochschrauben? Also mehr Batterien bauen oder mehr PV-Panels? 57. Also es geht noch hoch, die Usable Power. Capacity. Wir müssen die Kapazität hochschrauben. Also wir müssen noch eine Batterie bauen, glaube ich, ne? Wenn ich das richtig verstehe. Big Habitat Battery. Oh yeah. On top oder bottom of Corridors. Okay. Advanced Chipset. Pilze. Fungu. Heißt es nicht Fungi? Fungu? Ist das der Singular? Wahrscheinlich. Okay. Dann müssen wir noch eine kleine Batterie bauen. Electronic Parts und das machen wir noch fix. Das können wir alles organisieren. Wir brauchen halt vor allem wieder Eisen. Na, da können wir mal die Batterie wechseln. Die ist nämlich schon wieder leer. Und die neue ist vielleicht schon ein bisschen voller. Mal gucken. Ob die überhaupt noch lädt jetzt, weil wir wieder... Sieht so aus, als würde sie noch laden, ne? Nehmen wir die mal mit. Wechseln schnell. Packen die andere wieder hier rein. Und dann hoffen wir, dass die bald auflädt. Wir brauchen nämlich dringend Iron Bars. Wir können auch mal hier rüberfliegen und schnell welche holen, ne? Da gibt es ja noch welche in der Kiste. Die nehmen wir alle mit. Dann sind wir erstmal mit Iron Bars versorgt. Das ist nämlich ziemlich energieaufwendig. Wir müssen diese ganzen kleinen... Asteroiden hier zerlegen. Dann setzen wir hier drüben jetzt auch noch so eine schöne Batterie drauf. Bam. Und wenn es geht, direkt auch noch so ein Panel. Wir haben alles dabei. Bam. Sollte dann passen, oder? Schauen wir mal. Ich glaube, wir sind jetzt gut aufgestellt für einen Moment. Oh, es ist hell. Das ist schon mal gut. 137. Geht langsam hoch. 250 Kapazität und mehr als wir brauchen. 4 Energie pro 5 Sekunden. Das geht auch ziemlich schnell hoch jetzt, ne? Können wir vielleicht so... Ich mach mal das Licht aus, das ist so hell. So. Können wir vielleicht mehrere Batterien parallel laden? 13%? So, mal ausprobieren. Wir können ja hier die Batterie rausnehmen. So. Und hier glaube ich auch. Ja, hat funktioniert. Dann tun wir die alle damit rein und gucken, ob die parallel laden. Ja, tun sie. Okay. Die ist sowieso voll. Und jetzt gucken wir mal, was die Maschinen machen. Advanced Fabricator. Chipset. Okay, wir können jetzt den Advanced Chipset herstellen. Celestet, haben wir alles. Orbiter können wir herstellen. Vehicle Engines. Ich will so ein Raumschiff. Smelter. Hier können wir die Goldbars herstellen. Das heißt, wir können dann als nächstes dieses Lasergerät basteln. Copperbar, Ironbar, Goldbar kostet nur 2. Das ist gut. Iridium und Nanite. Sowas haben wir gar nicht. Okay, ziemlich cool. Wir haben jetzt eine eigene kleine Basis aufgebaut. Natürlich noch sehr wenig am Start. Wir brauchen dringend so ein paar Storages und so. Sieht auch irgendwie alles so ein bisschen mitgenommen und zerkratzt aus, ne? Ich bin noch kein Profi, aber das wird bestimmt noch besser.
Wir müssen jetzt ein paar Storages noch mit aufbauen und die ganzen Ressourcen ranschaffen, dass wir hier ordentlich weiter basteln können. Ich glaube, ich baue hier dann auch gleich den normalen Fabricator noch mit rein. Ist ja nicht so teuer, dann haben wir alles an einem Standort hier und müssen nicht mehr hoch. Machines, Fabricator, können wir eigentlich direkt dazustellen. Ne? Ich glaube, den auch noch mit hier in die Ecke. Können wir ja so ein bisschen drehen. So. Wunderschön. Der snappt sogar irgendwie so ein bisschen. Not enough charge. Not enough charge. Ach ja, wir brauchen ja eine Batterie dafür. Ne? Okay, den stellen wir da noch hin. Und dann können wir jetzt richtig loslegen hier. Also, ich habe echt Spaß an dem Game. Ich freue mich mega drauf, das alles zu erkunden. Ich habe so ein bisschen Angst davor, dass wir jetzt bald gegen die Prolog-Wände stoßen und nicht mehr weitermachen können. Aber ich glaube, so lange machen wir noch weiter, weil das ist echt ein ziemlich cooles Game. Super cooles Konzept, macht mega viel Spaß. Ich freue mich total drauf, hier die ganze Welt zu erkunden. Da hinten ist irgendwie so ein Portal, was irgendwie rötlich leuchtet. Ne? Also es sieht so aus, als gäbe es da noch richtig viel zu erkunden. Ich bin gespannt auf die Story dahinter, ob es da irgendwie was zu erkunden, erforschen gibt. Aber es gibt ja immer diese versteckten Notes, also da sollte auch noch irgendwas zu finden sein, dass wir rausfinden, was sich hier zugetragen hat. Wahrscheinlich war das einfach eine Mining-Expedition, ne? Und irgendwas ist schiefgegangen. Aber da freue ich mich auch schon drauf. Ist auf jeden Fall ein Game, was mich ziemlich fesselt, wo ich echt viel Spaß dran habe. Also empfehle ich da mal reinzuschauen in den Prolog, wenn ihr Spaß an so Weltall-Simulationen habt. Ich werde jetzt ordentlich Ressourcen sammeln, dann gucken wir mal, was wir nächste Folge so anstellen können. Für heute war es das erstmal wieder aus Astrometica. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, vielleicht zum Tintenfisch besuchen. Der ist wieder da unten unterwegs. Wir werden sehen. Macht's gut und bis dann.